So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der nächsten Folge und sind auf dem Weg zum nächsten Prepper-Versteck, um uns dann zum Sägewerk durchzukämpfen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal die Schnellreise und flitzen da erstmal hoch. Okay, geradeaus weiter. Mal gucken, ob wir noch das ein oder andere Reh oder Bären oder sonstiges mitnehmen können. Lass uns noch mal ein bisschen Geld in die Taschen spült. Das wäre eine ganz gute Sache. So, da haben wir irgendwo wieder irgendeine Feindbewegung. Sehe ich so aber nicht. Gehen wir, glaube ich, am besten hier runter, bevor uns da vorne das Genick brechen. Ich habe da so ein Talent. Ach da. Nee, komm, lass mich deinen Kopf so ein Sheet. Och nö, bist du jetzt doof. Ein schöner, stattlicher Elch. Und dann haut er mir tatsächlich ab. So. Das sind immerhin 400 Dollar. Die würde ich einfach viel zu ungern da liegen lassen. Das ist einfach so. So, mal gucken. Ich glaube, hier ist gleich sowieso der Moment, wo auch Face wieder auftauchen dürfte. Ja, du weißt so eh nicht, wo es herkommt. Komm hoch mit deiner Birne. Ja, ganz dramatisch, du bist der Held. Du. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Fell. Das möchte ich haben. Ja, und dann gehen wir da mal schnell rein in die Höhle. Schade, ne? Mit der Laser drauf zu schießen. So, das sind alles schöne Fälle. Hier haben wir noch mal ein bisschen Munition. Hier haben wir noch mal was, das nehmen wir noch mal mit. So, und dann haben wir das nämlich soweit schon durch. Einmal Waffe wechseln. Und dann klettern wir hier erstmal hoch. Geronimo!
So, Pat und Patterchen und Dumbatz von nebenan. Alle erwischt. Den möchte ich natürlich auch mitnehmen. Oh, sind mir die beiden hinterher gesprungen und dann gestorben. Oh. Okay, das ist natürlich dann etwas doof gelaufen. So, das looten wir hier auch nochmal. Und hier haben wir jetzt das Geld und die Fähigkeitspunkte, Vorteilspunkte. So, die können wir mal gleich nochmal verteilen hier. Wo war ich bei? Da, genau. Medipack kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, raus aus der Höhle. Das können wir auch hier mit dem Heli machen. So, knappe Geschichte. Hat aber geklappt. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Was hat man gesagt? Wo gehen wir hin? Zum Sägewerk, ne? Genau. Das heißt, wir setzen uns mal hier den Marker und gehen dann ab hier irgendwie rein. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. So, und dann wollen wir uns das Ganze doch mal angucken. Da hinten sehe ich schon mal einen Sender. Da oben steht ein Sniper. Gucken, ob ich da schon dran komme. Schlecht von hier. Es blendet gerade. Steht da, okay. Da steht auch noch einer, ne? Da steht der Sniper, okay. Ist das nur ein Sender? Tatsache. Da ist noch einer. Okay, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Entledigen wir uns erstmal
dem Sender. Scheiße. So. Ist echt ein schlechter Blickwinkel. Ach, herrje. In dem Moment ist das Luftanhalten vorbei. Das ist natürlich alles nicht toll. Ja. Schade, den habe ich mir versaut. Da habe ich ihn. Ich glaube, er kommt da vorne hoch. Aufs Dach oder nicht? So, einen haben wir auf jeden Fall noch. Ist der jetzt auf dem Dach? Ne, der ist hinterm Gebäude, ne? Ah, die Sonne ist gerade echt ein bisschen unvorteilhaft. Der ist hinterm Gebäude. Okay. Ach shit. So, da vorne haben wir noch einen, der ist. Wo ist er draußen? Ja. Gut, dann haben wir das auch schon mal befreit. Ohne Alarm auszulösen. Dann können wir jetzt gleich erstmal hier in Ruhe looten. Genau, Jesse. Das müsste Jesse sein, genau. Dann nehmen wir da auch mal gleich die Mission an. Das nehmen wir noch mit.
So, dann würde ich sagen, wir nehmen die Schlüssel mal auf jeden Fall noch mit. So, hier haben wir, glaube ich, noch einen Tresor, jawohl. Oh, guck mal an. Oh, guck mal an. Das war ein Tresor, den ich in den ganzen Jahren Far Cry das allererste Mal jetzt erst geknackt habe. Wow, okay. Oh, wow, man lernt doch nie aus. Okay. Gut. Läuft. Ja, Jess, genau. Du hast auch keine Freunde, da bin ich mir ziemlich sicher. Du machst erst wieder einen auf Stress, gleich kommst du wieder nicht in die Pötte, weil wir alle auf dich warten. Du bist meine Heldin. Ich sehe, dass du nicht schneller laufen kannst. Obwohl es doch so eilig ist, Fräulein. Es ist doch so eilig. Und dann kannst du nicht schneller. Und wenn ich vorlaufe, bleibst du einfach stehen. Ach komm, Hasi, lauf. So, wer will jetzt sterben? Du läufst mir doch fast in die Schussbahn, Fräulein. Das geht so nicht. Die looten wir mal gerade hier. So, endlich. Jetzt braucht man nicht mehr auf sie zu warten, sondern können das einmal ganz schnell hier erledigen. Komm schon. Ach komm schon. Ach komm schon, das ist mir noch nie passiert.
Das muss ich mal gerade ehrlich sagen, ist mir noch nie passiert bei der Mission. Aber okay, einmal ist immer das erste Mal. Oh Mann. Okay, egal. Wir gehen jetzt rein, als wenn wir mit der Knarre mit Schalldämpfer da richtig schön mit bei wären. Wir rotzen das einfach mal rein. Ganz direkt runter. Und erschießen hier jeden Mann für Mann. Das tun wir uns nicht an. Alter, was stimmt denn hier nicht? Ja, komm. Heribert. So. Das ist mir auch noch nicht passiert. So, hier war eh keiner mehr am Leben, ne? Genau. Hier können wir noch mal looten. Eine Geisel fehlt noch. Okay, kann ich nicht plündern. Wo war denn die andere Geisel? Wo war denn jetzt die dritte Geisel? Wo war denn jetzt die dritte? Ach ja, ich glaube, ich bin irgendwie gerade ein bisschen durcheinander. War das hier im Container? Verdammt. Nope. Ach hier, genau. Ach herrje. Gut, Jess, weiter geht's. Ja, wenn wir das erste Mal bei solchen einfachen Missionen verkacken, ne? Vorführeffekt. Echt krass. Im Normalfall würde ich das normal spielen und das gar nicht zeigen, das ist einfach peinlich. Aber naja, gehört da auch mal mit rein, dass man auch mal Missionen verkackt. Du hast nichts gehört. So. Ja, so oder so ähnlich wäre es normalerweise vorhin auch abgelaufen. Aber naja, einmal ist immer das erste Mal, wo man sowas verkackt. So, die haben wir noch mit bei. Eine fehlt noch, die haben wir hier. So, dritte Geisel auch befreit. Jess, wo bist du? Da vorne.
So, jetzt gleich muss ich das nächste Ziel aufploppen. Das ist doch schon hier. Oder wo war das? Hier oben war das, ne? Genau. Oh. Oh. Ach komm schon. So, geht doch. Wo sind jetzt die anderen? Da ist einer. Und wo ist der andere? Irgendwo da vorne. Da ist er doch. So, ich glaube, das war's, ne? Einmal fix landen, die Geiseln befreien. Hier können wir nochmal looten. Ja, die Geiseln befreien. Ja. Okay. Jetzt, wo du ihn hast, hast du Leere, innere Leere. Ja, kein Problem. Kein Problem. So, dann haben wir unseren nächsten Gefährten. Und dann würde ich sagen, ja, ne, das Übliche, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Einen Kommentar würde ich mich wahnsinnig überfreuen. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.